Ja, hallo. Es ist schön mit euch wieder gemeinsam in diesem digitalen Rahmen Yoga zu machen. Ich freue mich, dass ihr mich heute wieder begleitet, dass ihr auch ein Teil dieser gemeinsamen Yogastunde werdet. Wir werden uns heute ungefähr 80 Minuten lang mit einer sanften Yoga-Praxis beschäftigen, die uns zur Intention näher bringt, uns mit dem Gefühl der Zufriedenheit näher zu beschäftigen. Zufrieden sein, das ist, glaube ich, etwas, das wir so im Alltag verlernt haben. Heute beispielsweise, das seht ihr hier draußen, es war ein wunderschöner Tag heute, es war richtig schön sonnig und warm und der geht jetzt so langsam zur Neige. Das heißt, es wird auch im Laufe der Yoga-Praxis draußen immer dunkler werden und mehr in den Abend übergehen. Und an so einem Tag wie heute, so einem schönen Tag, ist es vielleicht gar nicht so schwer, sich zufrieden zu fühlen. Vielleicht leichter als an einem Tag, an dem es draußen so stürmt, so winterlich grau ist oder wie auch immer. Das heißt, das äußere Leben macht was mit meinem inneren Zufriedenheitsgefühl. Ja. Wir sind es gewohnt, Dinge im Äußeren zu suchen, um zufrieden sein zu können. Wenn ihr kleine Kinder kennt und beobachtet, wenn die so im Äußeren was entdecken, ja, so eine Blume oder irgendein Gegenstand oder irgendwas und auf einmal freuen die sich. Das ist so eine richtig, so eine reine, pure Freude in diesem Augenblick. Dann ist das was Wunderschönes und wir haben das so ein bisschen verlernt. Wir suchen Zufriedenheit in so großen Dingen. Meist in der Vergangenheit, also früher war alles schöner, da ging es mir besser, da war die Welt schöner, da war ich zufriedener als jetzt. Oder wir suchen Zufriedenheitsgefühle in der Zukunft. Wenn ich mal einen besseren Job habe, der mich nicht so stresst, dann kann ich zufriedener sein. Wenn ich mehr Geld habe, wenn ich mehr Zeit für mich habe, wenn Punkt, 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 dann. Also so das konjunktive Zufriedenheitsgefühl. Wir vergleichen auch gerne uns mit anderen und nehmen das als Quell der Unzufriedenheit an. Es gibt immer jemand, der schöner ist, Dinge besser kann, erfolgreicher im Beruf ist, den grüneren Rasen hat, wie auch immer. Dinge, die wir konsumieren, versuchen wir über Zufriedenheit zu subsumieren. Also ich konsumiere, bin dadurch zufriedener oder glücklicher. Geht auch ein bisschen. Wenn ich mir was Neues kaufe, bin ich auch erstmal zufrieden und glücklich. Aber das Problem ist, es hält nicht lange an. Ja, und das zeigt uns schon, dass Zufriedenheit nicht immer im Äußeren wichtig ist oder gesucht werden kann, sondern vielmehr Zufriedenheit ein inneres Gefühl ist. Ich fühle mich zufrieden. Ja, das ist was Inneres, ein inneres Erleben. Und das ist nichts, was wir im Äußeren suchen müssten. Zufriedenheit ist ein Grundbedürfnis in mir selber. Und ich möchte euch einfach auf diese kleine Reise heute mitnehmen, in eine innere Zufriedenheit, um sie zu entdecken. Und wir brauchen für diese Yogastunde ein paar Hilfsmittel, also eine schöne, gute Yogamatte, die nicht so sehr rutscht, ein gutes Sitzkissen, wir werden eine Weile heute sitzen, und eine Yogarolle. Das hier, wenn ihr das jetzt zu Hause nicht habt, dann greift euch bitte noch so eine große Decke, die ihr einrollt, so eine Wulst oder ein großes Kissen, das einfach zusammenschiebt, zu so einer Rolle. Je höher das ist, desto bequemer wird es werden. Okay, und im Laufe der Zeit bitte ich euch dann schon mal auf der Yogamatte Platz zu nehmen. Also sucht euch ruhig noch die Dinge, die ihr braucht. Und kommt dann auf eurer Yogamatte an. Wenn ihr dann für euch selbst einen gemütlichen Sitz gefunden habt, dann bitte ich euch, die Augen zu schließen und die rechte Hand in die linke hineinzulegen. Legt bitte die rechte Hand in die linke hinein. Das ist ein schönes Mudra, eine Geste der Aufmerksamkeit.
Dann Yoga beginnt jetzt. Hier mit dem Berühren der Yogamatte und damit eine neue Zeit für euch selbst, die ihr euch schenkt. Eine neue Zeit an diesem Tagesabschnitt. Yoga führt uns nach innen. Bitte euch noch einmal, die äußere Welt zu spüren, den Raum zu fühlen und zu spüren, der euch umgibt. Dann eure Haut zu spüren, die Kleidung auf der Haut wahrzunehmen, die ihr tragt und die Haut berührt und streichelt. Spürt noch ein wenig tiefer in euch hinein, durch die Muskeln hindurch, bis in die Gelenke und Knochen. Spürt das Becken, das die Unterlage unter euch berührt. Und lasst es ein wenig tiefer in diese Unterlage sinken. Ja, beginnt das Becken wirklich satt in die Unterlage zu setzen. Spürt in die Hüftgelenke. Lasst sie vom Gefühl her ein wenig weiter werden, sodass das Gefühl der Entspannung durch die Hüftgelenke in die Beine strömt. Entspannt die Oberschenkel. Lasst die Knie ein wenig weiter werden, entspannt durch die Unterschenkel hindurch, bis in die Füße und Zehen. Und dann beginnt vom Becken aus euch sanft nach oben aufzurichten. Nicht mit so viel Spannung oder Anstrengung, eher mit einer inneren Leichtigkeit. Richtet euch ganz leicht nach oben auf. Hebt ein wenig das Brustbein, lasst die Schultern weich zurücksinken. Ihr müsst da nichts tun, die Schultern müssen nichts tragen, ihr müsst sie auch nicht nach unten ziehen oder nach oben heben. Legt die einfach gemütlich auf den Brustkorb ab. Beobachtet den Schulternackenbereich, lasst ihn durchlässig werden. Sucht ihr gerne mit kleinen, sanften Kopfbewegungen nochmal ein entspanntes, durchlässiges Gefühl im Nacken. Und wenn ihr das habt, dann strebt mit dem Scheitel ein wenig höher und entspannt das Gesicht, lasst die Stirn weit werden. Die Augen können sich schließen und ausruhen. Lasst den Raum zwischen den Augen weiter werden. Entspannt die Gesichtszüge, auch die Schläfen, die Kiefergelenke, die Lippen, die Zunge. Und dann lasst doch mal so ein schönes Gefühl der Entspannung durch den Körper nach unten sinken, hinein zur Erde. Und wenn ihr einatmet, dann von unten nach oben einatmen, dass der Einatemzug euch von unten nach oben aufrichtet, euch innerlich leicht macht. Jeder Einatemzug macht euch innerlich ein wenig leichter und freier. Und jeder Ausatemzug nach unten ein wenig sanfter und ruhiger. Einatmen nach oben, innerlich leicht und frei. Kommt in euch an damit. Und ausatmend ein wenig ruhiger und sanfter. Atmet noch einmal in Ruhe tief durch
bringt dann die Hände vor dem Raum eures Herzens zueinander. So können die Handinnenflächen sich berühren und verbinden. Fühlt diese Berührung der Hände miteinander. Eine wunderschöne Geste, die uns gemeinsam als einen wichtigen Teil dieser Stunde willkommen heißt. Fühlt euch willkommen. Atmet dann beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn ihr einatmet, dann breitet die Arme aus, macht einen weiten Bogen über die Seite nach oben, über den Kopf, bringt die Hände zueinander, ausatmend führt die Hände vor die Stirn, dann vor den Mund und zurück vor das Herz. Nochmal einatmend die Arme ausbreiten, so ein weiter Bogen nach oben und ausatmend die Hände wieder zueinander, zurück vor das Herz. Und wenn ihr angekommen seid, dann verneigt euch gerne einmal vor euch selbst mit diesem inneren Gefühl des Willkommenseins. Ihr seid willkommen. Und dann lasst uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen wieder öffnen. Namaste, schön, dass ihr da seid. Wir werden eine sanfte Yoga-Praxis jetzt beginnen, erstmal eine Weile noch im Sitz weitermachen und sanft bewegen, dann in einen Bewegungsfluss übergehen und immer wieder in bestimmten Sequenzen kurz anhalten. Ich bitte euch da immer Alternativmöglichkeiten, also Alternativen an und ihr könnt euch da entscheiden, welche dieser Form ihr am Ende einnehmen möchtet. Das, was uns Yoga lehrt, ist auch uns nicht mit anderen zu vergleichen. Es gibt bestimmt eine Person, die hier mitmacht, die kann die eine Sache besser als die andere Person das gut kann. Also das ist so ein typischer Quell der Unzufriedenheit, wenn eine bestimmte Haltung bei anderen schöner aussieht als bei mir selbst. Ich bitte euch, das erstmal nicht in den Mittelpunkt zu bringen, sondern immer wieder aus dem inneren Gespür und aus der inneren Erfahrung heraus für euch die Yoga-Praxis zu gestalten, sodass dann am Ende eine Bewegung oder eine Form entsteht, die ihr für euch selbst macht und nicht für andere oder vor anderen. In dem Sinne beginnen wir ganz sanft, bitte euch einmal die Hände gemütlich auf die Beine abzulegen und abwechselnd mit den Schultern rückwärts zu kreisen. Eine Schulter nach der anderen, kreist damit rückwärts. Und nicht verwundern, wenn das ein bisschen knirschelt, wenn das knackt, wenn es noch nicht so wunderbar weich funktioniert, das braucht immer etwas Zeit. Manchmal geht eine Seite auch besser als die andere, das ist auch natürlich. Dann erzwingt nichts, nehmt an, was jetzt ist und bewegt euch in diesem Modus. Das, was möglich ist, das macht ihr jetzt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr euch mit dieser Bewegung durch den Nacken massiert. Einen Moment noch. Macht das mit jeder Schulter nochmal, legt dann die Schultern auf den Brustkorb einfach ab, eine nach der anderen. Und dann kommt wieder an. Spürt kurz nach in den Schulternackenbereich. Es geht im Yoga auch nicht darum, dass Dinge perfekt sein müssen. Wir sind nicht perfekt. Und wenn wir das akzeptieren, können wir auch ein bisschen zufriedener sein. Also wenn da irgendwo noch was fest ist im Nackenbereich, dann ist es für den Moment jetzt gut. Lass uns das jetzt annehmen. Und dann bitte ich euch, die Arme zu heben, euch mal abwechselnd nach rechts und links hochzustrecken und die rechte und linke Flanke lang zu machen. Nehmt dann wahr, was im Rücken passiert, wie die Seiten sich strecken. Und ihr lasst das Becken schwer werden, lasst es nach unten sinken. Und zieht euch nochmal ganz lang in den Flanken. Dann hebt beide Arme sanft nach oben und neigt euch jetzt nach rechts, die rechte Hand neben euch aufstützen
euch dahin neigen. Lasst das Becken schwer werden, besonders die linke Seite. Atmet in die linke Flanke. Das ist jetzt eine schöne kleine Dehnung. Nutzt das auch als Atemraum. Wenn es machbar ist, ihr könnt auch ein bisschen tiefer eintauchen. Wenn es zu fest wird, seid ihr zu tief, dann kommt wieder ein bisschen höher. Richtet euch wieder auf nach oben, streckt die Arme aus, atmet ein und neigt euch nach links im Ausatmen. Linke Hand aufsetzen, euch nach links neigen, die rechte Seite des Beckens schwer machen, in die rechte Seite spüren, die sich hier streckt. Wenn das jetzt unterschiedlich ist, wenn ihr merkt, oh, ihr seid auf einer Seite viel beweglicher als auf der anderen, ist das auch natürlich. Nehmt das an, es ist so. Zwingt der einen Seite nicht das auf, was in der anderen Seite gut machbar war. Jede Seite hat ihre Möglichkeit, sich zu bewegen. Also atmet in die rechte Seite, fühlt die Dehnung, die hier entsteht. Wenn ihr zu viel Spannung spürt, seid ihr ein wenig zu tief, dann kommt etwas höher. Wenn ihr mehr Dehnung möchtet, kommt etwas tiefer. Kommt da an, wo ihr zufrieden seid, wo ihr euch gut streckt, ohne euch da etwas reinzuziehen. Und mit dem Einatmen wieder nach oben, die Arme heben, das Ganze dynamisch, ausatmend nach rechts neigen, einatmen aufrichten, ausatmen nach links neigen. Einatmen, aufrichten, ausatmen nach rechts, macht das für euch weiter. Immer mit dem Einatmen in die Mitte zurückkehren, mit dem Ausatmen in die Seite. Und dann respektiert nochmal, dass Seiten unterschiedlich sind. Viele von uns merken da jetzt vielleicht einen Unterschied in der Beweglichkeit. Das ist oft anatomisch bedingt. Manchmal liegt es auch daran, dass die eine Körperseite etwas mehr herausgefordert wird im Alltag als die andere und deswegen kräftiger oder eben etwas beweglicher ist. Bitte euch noch einmal, beide Seiten zu praktizieren. Und wenn ihr aus der linken Seite wieder auftaucht, dann in den Sitz zurückzuwechseln. Spürt danach, wie sich die Seiten anfühlen. Gut. Wenn ihr einen Sitz verändern möchtet, sucht euch bitte einen neuen, schönen Sitz aus. Manchmal reicht es auch, wenn ihr im Schneidersitz seid, einfach das andere Bein nach vorn zu bringen. Ich bitte euch jetzt, die Hände vor euch an die Beine zu bringen und euch rund einzurollen. Ein runder Rücken, ganz rund. Ich zeig's mal von der Seite. Ihr rollt hinter die Sitzbeine, rundet euch nach hinten, senkt das Kinn Richtung Brustbein. Jetzt richtet euch auf, kommt vor die Sitzbeine, streckt den Rücken, hebt das Brustbein, hebt den Kopf. Und wieder zurück, nach hinten einrollen, rund werden, Kinn Richtung Brustbein senken. Dann nach vorn wieder aufrichten, Brustbein heben und Kopf heben. Wenn ihr ausatmet, rollt euch nach hinten ein. Und wenn ihr einatmet, richtet euch nach vorne wieder auf. Und macht das für euch weiter.
Ihr macht es immer für euch, also findet einen Modus, der sich für euch selbst gut anfühlt. Es geht nicht um die Schnelligkeit, nicht um die Wiederholungen, nicht darum, dass ihr so richtig zeigt, wie beweglich der Rücken ist. Es geht darum, euch selbst was Gutes zu tun jetzt in diesem Augenblick. Und wenn ihr versucht, der Atmung nichts Besonderes aufzuzwingen, dann wird es ein harmonischer, angenehmer Fluss. Wenn ihr das nächste Mal einatmet und euch aufrichtet, dann breitet bitte die Arme weit in die Seite aus. Wenn ihr ausatmet und euch einrollt, dann umarmt euch selbst, verschränkt die Arme. Mit dem Einatmen richtet ihr euch auf, breitet die Arme aus. Mit dem Ausatmen rollt ihr euch ein, umarmt euch. Ihr könnt immer den anderen Arm nach oben bringen. Und das für euch weitermachen. Mit jedem Einatmen in euch präsent werden, weit werden, mit dem Ausatmen sanft werden und den Geist ein wenig beruhigen. Einatmen, weit werden und präsent werden. Ausatmen, ruhig werden und euch umarmen. Das ist eine wunderbare Umarmung. Ihr umarmt euch selbst. Bitte euch noch eine letzte Runde zu praktizieren. Und wenn ihr dann ausatmet, einfach die Hände wieder zurückzubringen nach unten und im Sitzen nachzuspüren. Wie fühlt sich das an? Auch im Rückenbereich und im Schulterbereich. Und wo nehmt ihr die Atmung jetzt besonders wahr? Gut, das, was wir jetzt gemacht haben, also den Rücken runden und strecken, machen wir jetzt im Vierfüßler. Kommt da bitte an. Und sucht euch erstmal im Vierfüßler schöne sanfte Bewegungen, einfach um euch zu verwöhnen. Überall dort, wo das jetzt gut tut. Und dann kommt mit mir gemeinsam in den Katzenbuckel, rollt euch ein, der Rücken wird rund, der Kopf rollt ein, Kinn Richtung Brustbein. Dann der Pferderücken, die Wirbelsäule taucht ein, das Brustbein hebt sich und der Blick hebt sich. Ausatmend kommt ihr in den Katzenbuckel und einatmend in den Pferderücken. Macht das für euch selbst weiter im eigenen Rhythmus. Taucht immer wieder in euch selbst ein. Ihr macht das für euch, hier und jetzt, auf der Yogamatte, ganz für euch selbst. Wenn ihr das nächste Mal in den Pferderücken gekommen seid, dann bleibt dort und schiebt euch von dort in die Position des Kindes.
Also, schiebt das Gesäß Richtung Fersen, legt euch auf die Oberschenkel, lasst die Stirn Richtung Yogamatte sinken, krabbelt mit den Fingern nach vorn, um euch ein bisschen mehr in den Seiten strecken zu können, spreizt die Finger vor euch auf und kommt mit einem runden Rücken wieder nach oben in den Katzenbuckel, rollt euch ein, gleitet in den Pferderücken, stellt die Füße auf, streckt euch in den abwärts schauenden Hund nach oben, schiebt das Becken nach hinten hoch. Und dann kommt mit den Knien wieder zurück, rollt euch in den Katzenbuckel ein, gleitet in den Pferderücken weiter und kommt zurück in das Kind. Atmet hier aus, atmet in Ruhe ein, hoch in den Katzenbuckel, in den Pferderücken, ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Einatmend wieder zurück in den Katzenbuckel und in den Pferderücken. Ausatmen, zurück in das Kind. Ich führe euch nochmal eine Runde hindurch. Einatmen hoch, Katze und Pferd. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, zurück, Katze und Pferd. Ausatmen, das Kind. Und nochmal hoch, bitte schön geschmeidig. Einatmen, Katze und Pferd, ausatmend in den abwärts schauenden Hund. Und dann sucht für euch selbst in diesem Asana schöne, sanfte Bewegungen. Beispielsweise mal eine Ferse hoch und eine Ferse tief. Dann habt ihr ein gutes Gespür für die Beinrückseite, die sich streckt. Ihr könnt auch gerne mal das Becken nach rechts und links schwingen lassen. Auch mal den Kopf bewegen. Also überall dort mit der Bewegung spielen, wo das jetzt gut tut. Gut, und dann entdeckt für euch eine Form. Lasst die Bewegung zur Ruhe kommen und entdeckt eine statische Form, ein Asana. Den abwärts schauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Drückt die Hände in den Boden, schiebt das Becken nach hinten hoch, macht die Arme lang, streckt die Achseln, streckt die Flanken, schiebt die Fersen über die Außenseiten ein bisschen tiefer nach unten. Gut, bleibt hier und atmet. Und wenn ihr jetzt Richtung Füße schaut, immer Richtung Fersen schaut, also idealerweise sind die Füße so, dass ihr die Fersen nicht mehr so richtig sehen könnt, aber ihr könnt sie natürlich fühlen, ob die in der Luft sind oder den Boden berühren. Bei mir berühren die Fersen seit 20 Jahren Yoga-Praxis nicht den Boden. Das ist bei mir anatomisch bedingt in der Beweglichkeit der Sprunggelenke. Bei anderen hingegen geht das sofort oder nach einer gewissen Übungszeit, da kommen die Fersen zum Boden. Das wäre jetzt eine gute Möglichkeit, mich mit anderen zu vergleichen und unzufrieden zu werden mit mir selbst, wenn ich meine Fersen nicht zum Boden bringen kann. Das ist ein guter Garant, unzufrieden zu werden mit Yoga oder mit mir selbst oder mit diesem Asana, ihn dann zu meiden oder ja, einfach zu denken, ich kann das nicht. Ein anderer, vielleicht besserer Weg wäre, einfach das anzunehmen, was ist. Bei mir kommen die Fersen auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch nicht zum Boden, auch wenn ich mich da reinzwinge. Also nehme ich das doch lieber an, anstelle jedes Mal unzufrieden zu werden. Also seid zufrieden, so wie diese Haltung jetzt sich zeigt, so wie ihr die Möglichkeiten nutzen könnt. So seid zufrieden, ob die Fersen oben sind oder am Boden, das ist egal. Macht das, was für euch passt. Und zwingt euch in nichts hinein. Atmet nochmal in Ruhe durch und dann schaut Richtung Hände, lauft mit den Füßen nach vorne und irgendwann kommen dann sowieso die Fersen zum Boden. Zack, zack. Gut. Also, eine schöne weiche Vorbeuge an dieser Stelle. Lass mal so kleine Bewegungen bitte entstehen, so schöne freie Bewegungen. Auch hier gibt es Menschen, die sind sehr gut in Vorbeugen, die können sich so richtig zusammenfalten jetzt. Da sind die Beine gestreckt, der Oberkörper ganz an den Beinen und das sieht so richtig schön erholsam aus und andere, da ist das so eine Herausforderung, da hängt man so in dieser Vorbeuge und denkt, wie soll das entspannt sein. Das ist, wie es ist, wir sind anatomisch verschieden. Suche deine individuell schöne, wohlige Vorbeuge. Zwing dich zu nichts, komm da an, wo es angenehm ist, wo eine natürliche Grenze entsteht. Da bist du richtig. Und nochmal in Ruhe durchatmen. Einatmen, in dir präsent werden, ausatmen, ein wenig sanfter mit dir werden. Gut, jetzt stützt die Hände bitte an die Oberschenkel, beugt die Knie, rollt euch langsam in die Hocke,
Lasst euch ein bisschen Zeit, sucht in der Zeit, in der der Kreislauf hinterherkommt, Bewegungen, die jetzt schön sind. Vielleicht gibt es da bestimmte Bereiche des Körpers, die sich freuen, dass sie jetzt endlich auch mal mit bewegt werden. Dann schenkt ihnen dieses schöne Gefühl, dass sie teilhaben können. Und dann bekommt oder kommt langsam nach oben bitte zum Stehen. Mal so ganz langsam euch aufrollen, Wirbel für Wirbel. Dann rollt die Schultern noch ein paar Mal weich nach hinten. Wunderbar. Und legt dann die Schultern locker auf dem Brustkorb wieder auf. Okay. Wir gehen in einen Bewegungsfluss weiter, treffen uns im vorderen Teil der Yogamatte. Kommt da mit mir bitte hin. Bringt die Hände vor dem Herz zueinander, beugt die Knie ein wenig an, taucht mit den Händen Richtung Knie ein und streckt euch mit den Armen über vorn wieder hoch in den Stand. Macht euch ganz lang, breitet die Arme aus zur Seite, beugt die Knie ein wenig an und verneigt euch nach unten, so als würdet ihr euch vor euch selbst verneigen. Das ist eine viel schönere Intention, als sich einfach nur zu verbeugen oder vorzubeugen. Es ist eine Verneigung vor euch selbst. Dann die halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Ihr streckt den Rücken parallel zum Boden nach vorn, hebt das Brustbein ein wenig an, streckt den Rücken ein bisschen länger. Die ganze Vorbeuge fließt an euch entlang, wieder nach unten in die ganze Vorbeuge, Uttanasana. Jetzt setzt den rechten Fuß einen Ausfallschritt nach hinten. Lasst das Becken ein bisschen tiefer sinken. Das ist der Reiter, Asvasamchalanasana. Das Becken sinkt tiefer, das Brustbein hebt sich, der Blick hebt sich. Könnt ihr gut eine Dehnung am rechten Oberschenkel spüren. Und jetzt kommt mit dem linken Fuß nach hinten in den Hund, Adho Mukha Svanasana. Dann senkt die Knie nach unten in den Katzenbuckel und in den Pferderücken. Diese schöne Welle dann in das Kind eintauchen, auf die Oberschenkel ablegen. Mit einem runden Rücken nach oben, Katzenbuckel und Pferderücken. Dann der abwärts schauende Hund. Ihr schiebt das Becken nach hinten hoch, die Fersen über die Außenseiten ein bisschen tiefer. Jetzt in den Liegestütz rollen nach vorn. Menschen, die jetzt gerne mit Kraft arbeiten, fühlen sich jetzt hier wohl. Andere, die eher Entspannung wünschen, freuen sich, wenn es dann gleich zum Boden geht. Atmet nochmal tief ein, streckt euch lang, schiebt euch aus den Schultern hoch und atmet aus, kommt in Ruhe zum Boden. Gut, dann die Schultern nach hinten rollen, den Steiß nach hinten schieben, Brustbein heben, Blick heben, in die Kobra hochfließen und zurückschieben in den abwärts schauenden Hund. Dann setzt ihr den rechten Fuß nach vorn Richtung Hände. Lasst das Becken hier auch mal tiefer sinken. Hebt den Blick, hebt das Brustbein, sodass der linke Oberschenkel sich jetzt ein bisschen mehr streckt. Und dann zieht den linken Fuß nach vorn, kommt in die Vorbeuge. Eine schöne Vorbeuge für euch selbst. Dann die Arme ausbreiten, langsam aufrichten, nach oben in den Stand. Die Arme heben und einatmen und ausatmend die Hände zum Herz bringen. Einatmen Richtung Knie eintauchen, über vorn wieder aufrichten. Strecken, ausatmen, vor euch verneigen, vor euch selbst. Einatmen in die halbe Vorbeuge, den Rücken lang machen, auch die Beine ein bisschen mehr strecken. Ausatmen in die ganze Vorbeuge, zurückfließen nach unten. Den linken Fuß mit einem Einatmen, großen Schritt zurück. Rechten Fuß mit dem Ausatmen auch nach hinten in den Hund. Einatmen, die Knie senken, Katzenbuckel, Pferderücken. Im Ausatmen in das Kind gleiten. Einatmen, wieder hoch, Katzenbuckel und Pferderücken, so eine schöne Bewegungswelle. Ausatmen, in den abwärts schauenden Hund hochstrecken. Einatmen, in den hohen Liegestütz. Ausatmen, zum Boden. Einatmen, in die Kobra oder die Rückbeugen mögen, den aufwärts schauenden Hund hochziehen. Ausatmen, zurückschieben in den abwärts schauenden Hund. Einatmen, den linken Fuß nach vorn setzen. Ausatmen, den rechten Fuß nachführen, in eine Vorbeuge eintauchen. Einatmen, wieder aufrichten, die Arme ausbreiten, nach oben kommen. Ausatmen, die Hände zurückbringen zum Herz. Einatmen, Richtung Knie eintauchen, über vorn aufrichten. Ausatmen, in die Vorbeuge nach unten gleiten. Einatmen, in die halbe Vorbeuge strecken, auch die Beine mehr strecken. Ausatmen, in die ganze Vorbeuge zurückfließen. Der rechte Fuß mit dem Einatmen zurück. Der linke Fuß mit dem Ausatmen auch zurück in den Hund.
Einat man Knie senken, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einat man wieder hoch, schön geschmeidig, Katzenbuckel, Pferderücken. Eine Bewegung fließt in die andere. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Dann mit dem Einatmen vorrollen in den Liegestütz. Mit dem Ausatmen ablegen. Mit dem Einatmen in die Kobra oder den aufwärts schauenden Hund. Mit dem Ausatmen in den abwärts schauenden Hund. Hebt ihr das rechte Bein nach hinten hoch. Schiebt die rechte Ferse weit weg und senkt die linke nochmal ein bisschen tiefer nach unten. In die Dehnung strecken, atmen. Mit dem Einatmen die linke Ferse hoch, das rechte Bein nochmal deutlich höher. Mit dem Ausatmen den rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände. Krabbelt nach vorn Richtung Hände. Und so eine Fußbreite nach außen bitte. Jetzt den rechten Fuß in den Boden drücken und dann langsam nach oben aufrichten. Schön langsam. Ihr drückt nach unten und richtet euch auf. Braucht jetzt ein bisschen Balance. Findet sie, linkes hinteres Bein ein bisschen anbeugen. Dann könnt ihr das Steißbein besser nach unten schieben, Becken aufrichten. Dann vielleicht das hintere Bein ein bisschen mehr strecken, sodass das im Oberschenkel dehnt. Hebt dann die Arme nach oben. Greift mit der rechten Hand das linke Handgelenk. Jetzt stellt euch vor, ihr habt so einen Gürtel an und ihr wollt ihn ein bisschen enger machen. Macht das. Habt ihr die Rumpfmuskeln jetzt aktiv, die stabilisieren den Rücken. Wenn ihr einatmet, streckt den linken Arm höher. Wenn ihr ausatmet, neigt euch nach rechts. Bleibt mal hier einen Moment. Atmet. Und egal, ob da jetzt so ein bisschen Balance die Herausforderung ist oder Kraft oder einfach da sehr viel zieht und dehnt, kommt da an, wo es für euch ein bisschen angenehmer ist. Nehmt das an, was an Möglichkeiten sich hier bietet. Einfach da sein, in euch selbst ankommen. Nochmal dem Atem in der linken Seite folgen. Mit dem Einatmen wieder aufrichten. Mit dem Ausatmen die Hände zurück, einen Schritt nach vorne in die Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmen in die ganze Vorbeuge zurück. Der linke Fuß mit dem Einatmen nach hinten. Ausatmen der rechte Fuß nach hinten in den Hund. Einatmen Knie absetzen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen in das Kind gleiten. Einatmen wieder hoch. Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen abwärts schauender Hund, einatmen in den hohen Liegestütz, ausatmen zur Erde kommen, Knie, Brustbein und Becken absetzen oder wie ein Brett ankommen, einatmen Kobra oder aufwärts schauender Hund, ausatmen zurück in den abwärts schauenden Hund. Jetzt hebt ihr das linke Bein nach hinten hoch, schiebt die Ferse weg. Und senkt die rechte Ferse mal ein bisschen tiefer. Die kann zum Boden kommen, muss aber nicht zum Boden kommen, wenn das nicht will. Lass uns zufrieden sein, was hier funktioniert. Und einatmen rechte Ferse hoch, linkes Bein nochmal deutlich höher. Ausatmen linker Fuß nach vorn zu den Händen. Auch hier eine Fußbreite nach außen. Linken Fuß in den Boden drücken und langsam hochkommen. Langsam aufrichten, nochmal Kraft nach unten bringen. Dann die Arme heben. Mit dem Einatmen in euch präsent werden. Wachsen. Mit dem Ausatmen ein bisschen sanfter werden. Und im Geist auch wieder ruhiger werden. Damit ihr diesen Gürtel vorstellen, den ihr ein bisschen enger macht, greift das rechte Handgelenk. Atmet ein, zieht euch hier hoch. Und atmet aus, neigt euch nach links. Arbeitet euch in dieser Haltung. Ihr könnt da mal kleine Justierbewegungen vornehmen. Vielleicht mein hinteres Bein mehr oder weniger strecken. Steiß nach unten schieben. An den Gürtel denken, den ihr zumacht. Dann in die rechte Seite atmen. Gebt da ganz viel Raum für die Atmung. Wenn ihr wieder einatmet, richtet euch auf. Wenn ihr ausatmet, bringt die Hände zurück, macht einen Schritt nach vorne in die Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen in die ganze Vorbeuge verneigen. Wir bleiben einen Augenblick hier, nochmal ganz weich werden in der Vorbeuge.
wirklich euch verneigen vor euch selbst. Gut, stützt dann die Hände auf die Oberschenkel, kommt in die Hocke, rollt euch hoch und sucht nochmal, während der Kreislauf hinterherkommt, kleine schöne Bewegungen, die jetzt gut tun. Ja, dann rollt euch weiter hoch in den Stand. Lasst nochmal die Schultern weich zurückgleiten ein paar Mal. Und kommt hier an. Wir werden jetzt eine kleine Gleichgewichtsbalance machen. Und Balance ist immer ein Garant dafür, unzufrieden zu werden. Weil es gibt immer eine Person, die das viel besser macht, viel ruhiger dasteht und das viel länger halten kann. Lasst uns deswegen nicht nach außen fokussieren, sondern immer wieder wahrnehmen. Egal, ob das jetzt sehr statisch ist oder eher lebendig ist, ihr macht das für euch, macht es so, dass es für euch passt. Bringt nochmal den Blick zu den Füßen, bitte nach unten. Stellt die Füße so auf, dass die Beine parallel verlaufen. Dann schaut zu den Zehen, hebt die Zehen nach oben. Spreizt die Zehen, ihr könnt da gerne auch die Finger aufspreizen. Dann legt die Zehen von außen nach innen ab. Erst die kleinen Zehen, dann die drei namenlosen, eine nach der anderen und zum Schluss die großen Zehen. Nochmal, machen wir nochmal. Die Zehen heben, auffächern, von außen nach innen ablegen. Dann die Zehen aufgefächert entspannen und auch die Finger wieder entspannen. Gut, jetzt verlagert ein bisschen mehr Gewicht auf den linken Fuß. Drückt den tiefer in den Boden, aber nicht die Zehen. Nur Ferse, Außenkante und Großzehenballenbereich. Rechtes Bein dreht ihr auswärts. Jetzt setzt die rechte Ferse am linken Innenknöchel auf. Das ist ein guter Ausgangspunkt für Vrikshasana, für den Baum. Das ist die stabilste Basis hier, die wir im Baum haben können. Ihr könnt die Hände wahlweise vor das Herz zueinander bringen oder für ein bisschen mehr Sicherheit die Arme ausbreiten oder die Arme heben und die Hände zueinander führen. Findet eure Variante für die Arme. Und wenn ihr sehr sicher steht, könntet ihr auch einen Schritt weiter gehen, den rechten Fuß höher ziehen. Unterhalb des linken Knies oder oberhalb des linken Knies an der Innenseite aufsetzen. Ja. Und nochmal, es geht nicht darum, dass ihr euch was beweist oder anderen was beweist. Es geht darum, dass ihr einen guten Modus findet. Da, wo ihr zufrieden seid, da seid ihr richtig. Und Zufriedenheit ist nicht immer mehr. Ja? Wir sind nicht zufriedener, wenn wir Dinge besser können. Das ist ein Trugschluss. Das ist was Äußeres. Ja. Wir sind zufrieden, wenn ihr da seid, wo ihr sein möchtet. Und es kann einfach sein, dass er einfach der rechte Fuß sich am Boden aufsetzt. Wunderbar. Auch wenn ihr merkt, das ist sehr instabil heute und ihr kommt immer wieder raus aus der Haltung, dann seid damit zufrieden. Da passiert ganz viel. Auch in der Bewegung passiert sehr viel. Ganz viele kleine Muskeln arbeiten. Das Gehirn lernt, den Körper auszubalancieren. Da passiert so viel, das ist so wichtig für die Sturzprävention beispielsweise. Wunderbar, einfach zufrieden sein, egal ob das wackelt oder stabil ist, das ist ganz egal. Nochmal der Atmung Raum geben. Einatmen, präsent werden und aufrichten. Ausatmen, im Geist ein bisschen sanfter werden. Nochmal einatmen und mit dem Ausatmen in den Stand, in Tadasana, zurückkehren. Vergleicht dann das linke Bein mit dem rechten Bein. Und sucht ja gerne kleine lockere Bewegungen aus, um wieder einen Teil der Spannung loszulassen. Gut, die andere Seite, mal die Zehen sanft auffächern. Gewicht auf den rechten Fuß verlagern, linkes Bein auswärts drehen, die Ferse am rechten Innenknöchel aufsetzen und
Und je nachdem, wie die Seite jetzt Balance machen kann, könnt ihr den Fuß hier lassen oder ein Stück höher ziehen unterhalb des Knies oder noch höher oberhalb des Knies kommen. Das ist immer davon abhängig, wo ihr sein möchtet, was ihr probieren möchtet. Wenn ihr merkt, das ist jetzt sehr herausfordernd, entweder seid ihr damit zufrieden, nehmt das an, beobachtet, was geschieht, auch wenn ihr immer wieder rauskommt, immer wieder neu reinkommen, oder ihr geht einen Schritt zurück, da wo es ein wenig sanfter ist und ruhiger wird. Egal, ihr macht das für euch selbst. Die Hände entweder vor das Herz, zur Seite oder zum Himmel, nach oben. Kommt in eurer Haltung an. Egal, wie ihr sie in den Feinheiten gestaltet. Atmet ein, richtet euch auf. Atmet aus, werdet sanfter euch selbst gegenüber. Nochmal einen tiefen Atemzug auskosten. Und dann löst wieder auf zum Stand. Vergleicht dann die rechte Seite mit der linken Seite. Nutzt da Bewegungen, um Spannungen loszulassen. Ich bitte euch, bei einem Moment in den Stand zu wechseln und dort anzukommen. Im Stand. Wenn es passt, ihr könnt auch die Augen schließen. Der Stand ist gewohnter als die Balancehaltung. Wir stehen oft im Leben. Ungewohnt wird es einfach nur, weil die Augen jetzt zu sind. Da fehlt ein visueller Eindruck über die Ausrichtung im Raum. Das macht das ein bisschen beweglicher. Der Körper sucht nach Balance. Nutzt das ruhig. Also spürt, wie ihr euch bewegt, wie sich der Leib justiert. Aber spürt auch, wie ihr nach unten verwurzelt seid. Da habt ihr ganz viel Sicherheit in der Berührung der Füße zum Boden. Bitte da in dieser Berührung nach unten im Ausatmen ein wenig stabiler und ruhiger. Und im Einatmen nach oben ein wenig leichter und freier. Gut, dann richtet euch wieder aus in dem Stand, öffnet die Augen, bringt die Füße etwas breiter als die Hüfte nach außen. Ihr braucht jetzt Platz um euch herum, um so ganz locker um eure eigene Achse zu schwingen. Ganz locker, ganz frei, einfach schwingen. Drehungen können auch in den Seiten unterschiedlich sein. Manchmal ist die Drehung nach rechts anders als die Drehung nach links. Wenn ihr das wahrnehmt, dann ist das in diesem Augenblick okay. Einfach wahrnehmen. Nicht bewerten und auch nichts zwingen in der einen Seite, was an der anderen Seite gut funktioniert. Die Schultern locker lassen, da können die Arme viel weiter fliegen. Richtet euch wieder auf in euch selbst. Und lasst dann die Bewegung ausklingen. Und wechselt bitte in den Sitz. Ihr könnt euch da gerne, wenn ihr einen Schneidersitz mögt, auch höher setzen, ein Sitzkissen nehmen beispielsweise, sodass das Becken höher kommt. Dann wird der Sitz in den Hüftgelenken ein wenig angenehmer. Wir brauchen nachher auch die Yoga-Rolle auf der rechten Seite. Wenn ihr da keine Rolle habt, nehmt euch einen Unterbau,
Also Deckenrolle einfach zusammenfalten oder ein großes Kissen zusammenschieben. Das ist einfach so eine Möglichkeit neben euch ist, um euch nachher da aufzustützen. Kommt erstmal wieder in den Sitz, die Hände an die Beine. Und ich bitte euch mal mit kleinen Bewegungen rechts herum zu kreisen. Einfach mit dem Oberkörper über dem Becken kreisen. Von rechts nach vorn, nach links, nach hinten. Beobachtet, was da am Rücken geschieht. Und wenn es sich gut anfühlt, dann lasst die Kreise größer werden. So richtig groß. Spürt in den Rücken, was da passiert. Eine sehr schöne Bewegung, die den Rücken geschmeidig macht. Manchmal spürt man da noch feste Bereiche. Oder mal knackt es irgendwo. Das ist normal. Spürt auch die Schultern, die sich mitbewegen, vor und zurück. Den Kopf, der mitschwingt. Macht einmal so eine richtig schöne große Drehung und werdet danach wieder kleiner im Durchmesser. Immer ein bisschen kleiner werden. Kleiner, kleiner, um das Gefühl der Mitte zu finden. Kommt genau in der Mitte, genau bei dem Becken an. Bitte euch dann, wenn ihr angekommen seid, mal mit dem Einatmen die Arme zu heben und ausatmen, euch nach rechts zu neigen, den rechten Unterarm einfach neben euch auf dieser Unterlage aufzustützen, den linken Arm hinter den Kopf zu bringen. Wenn das jetzt in der Seitbeuge zu tief ist, wenn das einfach sehr viel dehnt in der linken Seite, dann seid ihr zu tief, dann kommt etwas höher, baut euch ein Kissen oder eine Decke noch darüber, sodass ihr die natürliche Grenze spürt, in der ihr mit der linken Seite arbeiten könnt. Ja, linke Hüfte wird schwer, sinkt nach unten. Ihr neigt euch weich nach rechts. Der rechte Ellenbogen stützt auf. Der linke zieht nach oben und vielleicht ein bisschen zurück. Ich bitte euch jetzt mit kleinen Bewegungen im Rücken mal diese Seitbeuge zu fühlen, euch mal ein bisschen rund zu machen. Und den Rücken wieder mehr zu strecken und die Unterschiede zu spüren in der linken Flanke. Sucht da Fasern, die sich besonders gut jetzt strecken. Und dann dreht euch auch mal nach rechts ein, so kleine Bewegung. Und nach rechts, nach links auf. Sucht auch da Fasern, die sich besonders bemerkbar machen. Übrigens, wenn die linke Schulter einschläft oder die linke Hand einschläft, dann bringt einfach die Hand woanders hin oder zurück an die linke Hüfte. Und mal einen Moment hier bleiben, in die linke Seite atmen und dann bitte ich euch, euch wieder aufzurichten, mit dem Einatmen beide Arme zu heben. Mit dem Ausatmen beide Arme abzusenken nach unten. Für den Moment die Augen wieder zu schließen und Unterschiede wahrzunehmen zwischen der linken Seite und der rechten Seite. Unterschiede im Dehngefühl oder in der Größe.
auch Unterschiede in den Atemräumen. Gut, wenn die Augen wieder geöffnet sind, dann legt bitte diese Yoga-Rolle oder diese Hilfsstapel auf die linke Seite. Wenn ihr den Sitz wechseln möchtet, dann bringt einfach den anderen Fuß nach vorn oder sucht eine andere Form des Sitzes aus. Die Hände ganz locker auf die Beine ablegen, das Becken erden. Und jetzt beginnt links herum kleine Kreise zu zeichnen mit dem Oberkörper. Links herum kreisen. Dann lasst die Kreise jedes Mal ein bisschen größer werden. Spürt dabei, wie das Becken sich mitbewegt und wie sich Gewicht auf dem Becken verlagert. Spürt den Rücken. Diese Massagebewegung im Rücken. Den Schulterbereich. Wie die Schultern mitschwingen. Auch den Kopfbereich und dessen Bewegungen. Stell dich vor, das ist eine Bewegungsmeditation. Dann macht nochmal so einen großen Bogen und lasst dann die nächsten Kreise kleiner und kleiner werden und sucht euch wieder die Mitte aus. Kommt wieder genau in der Mitte an. Und wenn ihr da angekommen seid, dann spürt nochmal in euch hinein, in den Rücken. Dieses wunderbar leichte, geschmeidige Rückengefühl. In die Atemqualität. Dann mit dem Einatmen bitte die Arme heben. Mit dem Ausatmen nach links neigen, den linken Unterarm aufstützen auf diese Rolle oder diesem Hilfswerkzeug, den rechten Arm über den Kopf nach links und hinter den Kopf positionieren. Mit der linken Seite stützt ihr euch auf, der rechte Ellenbogen zieht hoch und ein bisschen zurück. Wenn die Seitneigung zu weit ist, wird die rechte Seite zu fest. Dann seid ihr zu tief, dann kommt er ein bisschen höher oder eben auch ein bisschen tiefer, je nachdem. Findet die Form, mit der ihr zufrieden seid. Das heißt, nicht das Äußere wahrzunehmen, nicht zu zeigen, wie biegsam ihr seid, sondern einfach wahrzunehmen, wie sich das anfühlt, ob es gut tut, ob ihr diese natürliche Grenze des Möglichen nicht überschreitet habt. Dann seid ihr richtig. Dann atmet in die rechte Seite. Und initiiert kleine Mikrobewegungen im Körper. Mal den Rücken ein bisschen mehr runden, mal mehr strecken. Vor und hinter die Sitzbeine wechseln. Schauen und fühlen, was sich dann der rechten Seite in der Dehnung verändert. Sucht euch da Fasern, die besonders gut spürbar sind.
Aber so kleine Mikrodrehbewegungen, mal nach links ein bisschen einrollen, was verändert das in der Dehnung? Nach rechts aufschrauben, was verändert das? Spielt mit dieser Form. Gib der Atmung Raum in der rechten Seite. Wenn die rechte Schulter zu fest wird oder der rechte Arm einschläft, dann bringt das einfach wieder zurück. Die Hand wieder an die Hüfte. Noch ein kleiner Moment. Und dann komm wieder nach oben zurück. Nochmal im Einatmen die Arme heben und euch strecken. Im Ausatmen die Hände zurücksinken lassen nach unten. Und spürt nach. Was nehmt ihr in der Seite eures Körpers wahr? Besonders links im Vergleich zu rechts. Wo nehmt ihr die Atmung jetzt wahr? Gebt der Atmung Raum. Ihr müsst sie nicht lenken, nicht verändern. Beobachtet sie einfach, so wie ihr atmet. Diesen Fluss, den die Atmung jetzt findet. Das ist genau richtig. So ist es für diesen Moment gut. Bitte euch dann selbst nochmal kleine Bewegungen zu initiieren, die jetzt schön sind. Und dann in die Rückenlage zu wechseln. Ihr braucht die Yoga-Rolle nochmal für später neben euch. Gut, wechselt in die Rückenlage. Wenn ihr dort gelandet seid, dann breitet die Arme bitte zur Seite aus, kuschelt die Schultern in die Unterlage, legt die Arme ganz locker, ganz weit auseinander am Boden ab, bringt die Handrücken zur Unterlage und stellt die Füße vor euch auf. Jetzt beginnt mit kleinen Bewegungen mit den Beinen nach rechts und links zu schaukeln. Wenn die Drehbewegung sich im Rücken gut anfühlt, dann könnt ihr sie größer machen. Macht das im genau richtigen Fluss. Und bewegt den Kopf entgegengesetzt mit. Dann kann die gesamte Wirbelsäule sich in sich verbringen. Diejenigen, die die Drehung intensiver wahrnehmen möchten, die legen einfach ein Bein über Kreuz über das andere. Wenn ihr merkt, das ist zu intensiv für den Rücken, dann löst das wieder auf. Erzwingt euch nichts. Seid zufrieden mit den Möglichkeiten, die sich hier bieten. Diejenigen, die ein Bein überkreuzt haben, wechseln zur anderen Variante. Gut, dann bringt bitte die Füße zurück zum Boden, kommt in der Mitte an, versetzt das Becken eine halbe Breite ungefähr nach rechts, lasst dann die Knie nach links sinken. Auch hier, wenn das zu intensiv ist, diese Drehung, dann respektiert das, dann seid intelligent und legt euch was unter die Knie oder zwischen die Knie. Ihr könnt auch die Knie weiter ranziehen oder weiter wegbringen. Findet die wohligste, schönste Form, das, was sich am besten anfühlt, da seid ihr richtig.
Dann versetzt den Kopf ein gutes Stück nach links, rollt ihn dann auf die rechte Seite und legt dann den rechten Arm entweder schräg nach hinten oder angewinkelt ab. Wenn das gar nicht gut für die Schulter ist und die nicht wirklich entspannt, dann bringt den Arm in die Position, in der die rechte Schulter sich am besten entspannt. Und wenn ihr euch eingerichtet habt, dann können die Augen sich schließen. Nehmt euch Zeit, spürt nach innen. Nochmal, es geht nicht darum zu zeigen, wie beweglich ihr seid in Drehungen. Es geht nicht darum, euch in was hineinzuziehen, was nicht gut tut, sondern das zu entdecken, die Haltung zu entdecken, in der es euch gut geht, in der ihr zufrieden ankommen könnt. Auch wenn das vielleicht nicht das maximal Mögliche ist oder andere das anders machen, das ist nicht so wichtig. Ihr macht es für euch selbst. Und damit könnt ihr zufrieden sein. Lasst euch noch ein paar Momente in diese Haltung sinken. Und werdet einatmend in euch präsent und ausatmend etwas sanfter. Gut. Wir lösen langsam wieder auf, kommt wieder zurück in die Mitte. Auch mit dem Becken in die Mittellinie der Yogamatte zurück. Dann versetzt das Becken eine halbe Breite nach links. Lasst die Knie nach rechts sinken. Respektiert, dass auch diese Seite anders sein kann als die erste Seite. Gebt der Seite das, was sie braucht. Vielleicht eine Unterlage unter den Knien oder zwischen den Knien. Vielleicht die Knie weiter ran oder weiter weg. Macht das angenehm für diese Seite. Und erst wenn ihr das gemacht habt, dann versetzt ihr den Kopf ein Stück nach rechts, rollt ihn auf die linke Seite, legt den linken Arm vielleicht schräg nach hinten oder angewinkelt ab oder dorthin, wo die Schulter sich am besten entspannt. Wenn ihr alles gut eingerichtet habt, dann schließt die Augen. Dann seid ihr richtig, dann seid ihr angekommen. Dann lasst euch zufrieden in diese Haltung sinken. Zufrieden mit euch selbst. Gebt der Atmung Raum. Werdet mit jedem Einatmen in euch präsent. Mit jedem Ausatmen ein wenig sanfter. Ja, und dann kommt langsam wieder zurück in die Mitte. Kommt auch in dem Becken wieder in der Mitte an. Und hier bitte ich euch, die Knie ranzuziehen, sie zu greifen, die Ellenbogen ein bisschen nach außen zu drehen und einfach nach rechts und links zu schaukeln, sodass ihr den Rücken jetzt schön massiert. Auch hier seid ihr kreativ, entdeckt Bewegungen, die wirklich schön sind und gut tun. Dann umarmt euch auch mal selbst. Das ist nicht nur eine körperliche Form, es ist auch etwas vom Gefühl her, ein Umarmen. Umarmt euch in diesem Augenblick, so wie ihr seid.
Denn so seid ihr gut. Mit dieser Umarmung bitte ich euch, dieses Gefühl mitzunehmen, euch nahe zu sein, euch anzunehmen und zu umarmen, zufrieden und dankbar zu sein, wie ihr seid. Und mal für einen Moment in Shavasana einzutauchen, mit diesem zufriedenen Gefühl. Und es euch für die nächsten Momente so richtig schön, bequem und gemütlich. Wenn ihr noch die Yoga-Rolle habt, dann legt die gerne auch unter die Knie. Ja, dann kuschelt euch in die Unterlagen. Lasst euch mit allen Auflageflächen, die ihr so wahrnehmt, tiefer hineinsinken. Genießt den Moment, dieses Dasein, dieses Ankommen, die Zeit für euch selbst. Einfach genießen. Lass uns mal durchatmen, tief einatmen und tief ausatmen. Und dann atmet frei weiter. So in dem Fluss, der jetzt gut ist. Der ist richtig. Mit jedem Einatmen werdet ihr ein wenig leichter und freier. Mit jedem Ausatmen ein wenig friedvoller. Mit dem Einatmen ein wenig freier werden. Mit dem Ausatmen ein wenig friedvoller werden.
Nimm dann die Atmung wieder bewusster wahr. Spürt bewusster, wie ihr einatmet und wohin ihr einatmet und wie ihr wieder ausatmet. Spürt bewusster den Raum, in dem ihr seid. Und gönnt euch erste kleine Aufwachbewegungen hinein in diesen Raum. Ein schönes, kleines, liebevolles Räkeln und Strecken und Bewegen und Dehnen. Eben ein Aufwachen noch einmal an diesem Tag. Genießt es, zelebriert es. Dann rollt euch einfach auf eure Lieblingsseite. Einmal einfach auf die Seite rollen. Mal kurz innehalten. Genießen. So wirklich, wirklich bei euch sein. Ganz kompakt, ganz, ganz beseelt. Mit euch verbunden. Und dann kommt bitte hoch in den Sitz. Ich möchte euch für ein paar Minuten nochmal zu einer kleinen Meditation einladen. Also, es ist ein schöner Sitz, der diese Meditation körperlich angenehm werden lässt. Da könnt ihr euch gerne höher setzen, nochmal euren Wohlfühlsitz aussuchen. Das ist nicht eine Formfrage, nicht etwas Äußeres, sondern wirklich ein Gefühl. Ein Gespür für das Richtige in diesem Augenblick, den richtigen Sitz. Und wenn ihr ihn gefunden habt, dann schließt die Augen und legt die linke Hand in die rechte hinein. Wieder eine schöne Schale, die wir formen, in der wir unsere Aufmerksamkeit bündeln. Und sie noch einmal nach innen tragen. Zu euch selbst. Hinter uns liegt eine gemeinsame Yoga-Praxis. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Bewegungen und Ideen schenken, sodass ihr euch jetzt etwas angenehmer fühlt, vielleicht als vorher, euch wohler fühlt, vielleicht auch ein bisschen zufriedener seid mit den Dingen, die wir so gemacht haben und die für euch möglich waren. Denn ihr habt einen guten Weg gefunden, da könnt ihr zufrieden sein. Wann ist man schon mal zufrieden mit sich selbst? Es gibt immer so viele Dinge, an denen wir die wir finden können, so kleine Sachen oder große, an denen wir mäkeln können, um ja nicht zufrieden sein zu müssen. Ja. Und doch ist Zufriedenheit ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis unserer Seele. Ich bitte euch, für den Moment mal zu überlegen, für was ihr an diesem Tag, wie er war, dankbar seid. Denn aus Dankbarkeit kann Zufriedenheit entstehen. Wofür seid ihr heute dankbar? Manchmal sind es so kleine Sachen, eine gute Tat, die ihr gemacht habt, anderen geholfen habt. Vielleicht auch eine gute Tat, die ihr empfangen habt, oder ein Lächeln, das ihr bekommen oder versendet habt. Vielleicht ein Erlebnis, das euch dankbar gemacht hat. Vielleicht auch was in euch selbst. Das Bewusstsein darüber, dass ihr so gesund seid, um diese Yoga-Praxis
machen zu können. Das ist nicht normal, nicht alltäglich, dass wir so gesund sind. Das ist ein schönes, dankbares Ereignis. Unabhängig davon, lass uns mal kurz reflektieren, worüber ihr oder worüber du heute dankbar bist. Wir uns immer mal zwischendurch, vielleicht am Ende eines Tages, Zeit nehmen, das Geschehen reflektieren und überlegen, worüber wir dankbar sein können, dann führt das automatisch zu mehr Lebenszufriedenheit. In diesem Zusammenhang gibt es eine sehr schöne Yoga-Sutra. Yoga-Sutras, das sind Leitfäden oder Merksätze. Die sind schon relativ alt, also zwischen 500 vor und 500 nach Christus entstanden. Und die Yoga-Sutra 2.42, da steht geschrieben: Aus dem Gefühl der Zufriedenheit kann eine fast unendliche Dankbarkeit und ein unbeseeltes, unendliches Glück entstehen. Aus dem Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit entsteht ein unendliches Glücksgefühl. Ich hoffe, dass ich euch ein paar Anregungen dazu heute mitgeben konnte. Und bitte euch, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen. Nochmal ganz bewusst diese Berührung der Hände zu spüren vor eurem weiten, schönen Herzen. Dann beim nächsten Mal tiefer auszuatmen. Und wenn ihr einatmet, dann breitet die Arme aus, macht einen weiten Bogen über die Seite hoch. Und bringt im Ausatmen die Hände wieder zueinander, vor die Stirn, vor den Mund, vor das Herz. Nochmal mit dem Einatmen die Arme ausbreiten, ein großer Bogen nach oben. Und mit dem Ausatmen die Hände wieder zurückbringen zum Herzen. Wenn es sich gut anfühlt und ihr es machen möchtet, dann verneigt euch gerne in Dankbarkeit vor euch selbst. Denn so wie ihr seid, so seid ihr gut. Und dann lasst uns gemeinsam wieder aufrichten und die Augen wieder öffnen. Ich danke euch, dass ihr mich heute begleitet habt in dieser Yogastunde. Hoffe, dass ich euch ein paar Anregungen mitgeben konnte. Wünsche euch einen schönen, erholsamen Weg in den Abend, in die nächsten Tage. Und freue mich dann, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Danke. Namaste.